Mega Cyberpunk, meine Fantasie macht klar. So, meine Lieben. Ich bin jetzt hier in VR. Und bin ehrlich gesagt baff. Richtig baff. Ich sehe jetzt gerade hier dieses kleine Katze von Stray. Schöne Grüße nochmal an MLTV, der dieses Spiel empfohlen hat. Ich hatte es die ganze Zeit immer schon auf meiner Liste und wollte es mal ausprobieren. Ja, jetzt habe ich mal einen Grund, das Spiel auch mal zu zocken, ne? Ist schon auf jeden Fall spannend zu sehen, was das auf einmal für einen Unterschied macht hier. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, meine lieben Herrschaften und Damen. Das ist schon Wahnsinn, muss ich sagen. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Da muss man erstmal drauf klarkommen, sage ich euch. Meine Pimax sagt, ich muss mein Headset richtig justieren. Dann machen wir es doch mal. So. Jetzt gibt's ja Ruhe. Ja, wow, Leute. Wow. Was soll ich euch sagen? Oh, meine Güte, ey. Das ist einfach geil. Es ist einfach geil. Egal, ob ihr eine Quest 2, Quest 3, Index oder weiß der Geier, welches Headset habt, ja. Diese Mod ist umsonst und eure Spielebibliothek wird einfach mega krass erweitert dadurch. Und es sieht so gut aus. Wisst ihr, wenn ihr mit der Pimax Crystal diese Auflösung fährt, ja, und dann diese Details in der Spielwelt seht, das ist der absolute Oberkracher. Klar, am Anfang müsst ihr euch an diese ganzen Perspektiven gewöhnen, ne? Und dass, wenn ihr in so einem Abgrund wie hier jetzt runterschaut, ne, dass ihr da, wenn ihr unter Höhenangst leidet, ein bisschen da langsam machen müsst, ja. Aber, Halleluja, Leute, Halleluja, sieht das gut aus hier. Und diese Katze, sie sieht einfach zum Greifen aus, ja. Ich liebe ja Katzen, ich liebe Katzen, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Guckt euch mal, wie knuffig die ist, ey. Das macht so Laune, Leute. Guck mal, guck mal. Oh, eine Güte, wie knuffig, ey. Komm, wir machen mal weiter. Das muss man erstmal mal verarbeiten, dass man hier gerade in der VR ist, ne? Und dann hier quasi sowas erleben kann. Die Katze, die miaut. Es ist unfassbar, ey. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr noch nie VR gespielt habt, ja, und das hier erlebt, ich weiß nicht, ob ihr wieder zurück könnt, jemals in Flat. Ich weiß nicht, ob ihr zurück wieder könnt in Flat. Denn das ist schon ein Unterschied, was man hier hat, wirklich. Das ist schon ein Unterschied, was man hier hat. Ich muss nur rausfinden, was ich hier machen soll. Wahrscheinlich meine oder ist meine Mutter oder so. Ja, Kätzchen. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Kannst du springen? Kätzchen, ich bin ein bisschen überfragt mit dir. Was machen wir denn hier zusammen? Was machen wir denn hier zusammen, Schönes? Ich muss wahrscheinlich wie eine Katze mich dazu gesellen. So, dann gucken wir mal, was uns erwartet in unserem Katzenabenteuer.
So. Och, wie süß, ein Schmetterling. Das ist schon was anderes, Leute, ne? Wenn ihr diese Tiefenwirkungen habt, ja, im Spiel. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Flat. Das ist, ich weiß nicht, eigentlich müssten die Entwickler von der Videospielindustrie, wenn sie so ein VR-Headset auf dem Kopf haben und ihre Spiele so in dieser Dimension sehen, normalerweise vollkommen aus dem Häuschen sein. Und es dann hoffentlich realisieren, was für ein Unterschied das hier macht, ne? Vor allem wisst ihr, das Schöne daran ist, ihr habt nicht das Gefühl, dass es alles so wie eine Tapete ist. Ihr guckt jetzt hier in den tiefen Raum des Spiels, ja, und habt wirklich den Eindruck, dass quasi hier diese Tiefenwirkung entsteht. Ja, beim Wasser gibt es noch ein bisschen Reflexionsprobleme. Da muss ich wahrscheinlich noch in den Settings mal ein bisschen rausfinden und einstellen, wie ich das optimieren kann. Und wir haben jetzt hier quasi bei der Intro-Szene so ein, wie ein Cinema-Balken, ne? Weil es wahrscheinlich da nicht vorgesehen ist in dieser Perspektive. Aber das kriegen wir schon hin, dass diese Perspektive auch wieder stimmt, ne, was Dray. Ja, Wahnsinn. Hier zum Beispiel, ne, das Wasser sieht super geil aus, ne, mit den Reflexionen und alles. Aber hier, das ist irgendwie verschoben. Da stimmt was nicht. Da muss ich mal rausfinden, wie ich das in den Griff bekomme hier. Da gehen wir mal in die Einstellung und gucken mal, was wir da machen müssen. Eventuell ist das da nur eine kleine Veränderung, die wir da anpassen müssen. Bewegungsunschärfe ist aus, Effektqualität ist hoch. Ist es vielleicht die Schattenqualität? Lass uns das rausfinden, ob das was bewirkt. Ne, Schatten ist es nicht. Ich muss mal in den Settings mal schauen, was das ist, wie man das verbessern kann. Ist ja immer die Möglichkeit, Dinge zu optimieren. So. Haben wir da die Settings bei der Mod und dann gucken wir mal, wie wir hier diese Reflexion rausbekommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Settings, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung und davon viel. So, was haben wir denn hier? Bindings. Nee, das brauchen wir nicht. An den Bindings gehen wir in die Unreal Engine. Schauen wir mal, was über Stereo. Was? Synchronized Sequential. Gucken, ob das was ändert. Tatsächlich. Okay, damit hätten wir ja schon mal das Problem gelöst, meine lieben Damen und Herren. Und zwar wechselt ihr auf Synchronized Sequential bei der Unreal Geschichte hier bei den Settings, ne? Und dann habt ihr, wie gesagt, anständige Reflexion. Und ihr habt da nichts, was in eure Augen stört. Ghosting habe ich hier gar nichts. Also da merke ich nichts, nö. Jo. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen an der Auflösung reduzieren, um die Performance zu verbessern. Aber ich werde mir das genauestens anschauen, wie die Performance sich so bewegt und ob mir das unangenehm ist, das Ganze. Ne? Und wenn da nichts, wie gesagt, mich stört, dann habe ich damit kein Problem mehr. Ja, dann würde ich sagen, ich springe wieder in Game rein. Und ja, super ist das. Diese Reflexion vorher, die darf mich gestört haben hier in diesem Wasser, sind jetzt auf jeden Fall weg. Ist wahrscheinlich irgend so eine Render-Thematik. Ja.
Einfach wow. Einfach wow. Das kleine Kätzchen. Mit dem gehen wir jetzt hier spazieren in Stray. Miau, miau, miau. Gott, wie knuffig, Leute. Das könnt ihr euch... Wisst ihr, ihr wisst gar nicht, wie das ist, ja? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt die kleine Katze einfach nur streicheln und knuddeln, ja? Das ist einfach der Hammer, Leute. Das kann ich euch überhaupt nicht beschreiben. Ihr müsst euch ein VR-Headset kaufen und das selber ausprobieren. Ja, das ist einfach Hammer. Einfach der Hammer hier. Einfach der Hammer, sage ich euch. Das kleine süße Kätzchen. Wie geil ist das denn, ey Leute? Guckt euch das mal an. So, zack. Da springt sie runter. Miau, miau, miau. Ich sag euch, die Katzen, das sind so kleine Gauner, sind das, ja? Das sind so kleine Gauner, wenn die zusammen im Clan, ja, dann da ihre Touren in ihrem Revier machen. Die haben ja riesen Reviere, die Katzen, ne? Die erschrecken sich ja über Kilometer. Die haben mal so einen Test damals gemacht und so normalen Hauskatzen so GPS-Systeme aufgesetzt, um zu tracken, wo die alles so unterwegs sind, ne? Das ist wie in der Wildnis, ne? Nur, dass das halt in einer kleinen Version ist bei den Kätzchen. Wow, das ist der Wahnsinn. Das ist ja magisch, ey Leute. Das ist magisch einfach. Guck mal, in dieser Perspektive, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was eine Tiefenwirkung das hier hat. In der Perspektive. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Verrückt. Auch die Vegetation ist so schön anzuschauen, ne? Macht echt Spaß. Boah, das ist auch... Boah, ist das eine geile Perspektive in der VR hier. Verrückt. Absolut verrückt. Aber wie schon gesagt, wenn ihr da noch am Anfang seid, ne, mit VR, dann passt da ein bisschen auf, ne, weil das kann für den einen oder anderen schon krass sein, wenn sie da hier durch irgendwelche Rohre klettern als Katze, ja, und sie unter Höhenangst leiden, ne. Das ist eine kleine Vorwarnung, ne. Und die Kameraperspektive dreht sich natürlich dann auch immer passend, ne. Könnte schon etwas anspruchsvoll für euch sein. Ich hatte ja das Spiel die ganze Zeit auf dem Schirm hier, ne? Das wollte ich mir die ganze Zeit schon besorgen. Es war dann mal im Sale. Ja. Und dann musste man sowas sich mal zulegen, endlich. Es ist halt immer das Problem, wisst ihr, man hat so viele Spiele auf seiner Liste. Ich hätte wirklich unzählige noch zu zocken. Aber jetzt ist es halt so, dass du eigentlich diese ganzen Flat-Spiele gar nicht mehr zocken willst, ja, weil wenn du das hier einmal gesehen hast, ne, dann gibt es da kein Zurück mehr. Das ist wie so eine, ja, eine neue Erfindung, die quasi ein Meilenstein ist, ja, in der Spielegeschichte. Warum soll ich noch Spiele spielen in Flach, ja, auch wenn die überragend sind, wenn ich sie so genießen kann, wenn diese Partikel vor meiner Nase fliegen, wenn ich die Vegetation vor mir wachsen sehe, ja,
wenn Sound und Bild miteinander verschwimmen zu einer Symbiose, ja, wo Perspektiven komplett eine neue Geschichte sind. Ja, schaut mal, wisst ihr, wie das ist, wenn ich von dieser Perspektive jetzt hier von unten, ja, nach oben da hochschaue und dann sehe, wie das Licht in diese Art Tal reinscheint, ja, und die Vegetation da oben sich bewegt, ne, und dann hier meine kleinen Kätzchen da unterwegs sind, der Wasserbach vor mir sich entfaltet oder der Abfluss oder was es auch darstellen soll, ja, das kann man doch gar nicht vergleichen, ne, Leute, das kann man doch gar nicht mehr vergleichen. Das kann man nicht vergleichen, glaubt mir. So, ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil letztes Mal habe ich den Stecker von meiner Crystal rausgezogen. Weil ich da die ganze Zeit mit meinen Händen rumgefuchtelt habe. Aber diesmal passiert mir das nicht. Ja, Hammer, wie geil ist denn bitte Stray in VR? Wow. Wow, wow, wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Ja, Wahnsinn. Ja, da seht ihr mal den Vorteil von der Pimax Crystal und ihre lokalisierten Dimming-Zonen, ja, mit diesem schönen, knackigen Schwarzwert, den man dadurch hat. Und diese wunderbare Helligkeit auch, ne? Wahnsinn, 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 ey. Ist das doch eine geile Sache hier. Ach, jetzt kann man sich auch umschauen, so. Das ist so geil, Leute. Das ist einfach nur geil. Wow! Ich brauche einen zweiten Avatar, ja? Der eine, der quasi hier zockt und streamt und das mit euch hier teilt alles immer. Oder hier, wir machen den 24-Stunden Praydog-Kanal auf, ja? Wir streamen nur noch 24 Stunden über Praydog-Mods. Und wie geil das bitte hier ist. In VR alles. Nein, Kätzchen, wo fällst du runter? Oh nein. Oh, 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 hoffentlich überlebt sie. Hoffentlich überlebt sie. Steh auf, Kätzchen. Steh auf, Kätzchen, sonst verklage ich die Entwickler. Boah, krass. Wisst ihr, wie das hier aussieht? Diese Schwarzwerte in der Crystal. Wow! Oh, die ist verletzt. Das Kätzchen ist verletzt, Leute. Och, Gottchen. Guck doch mal, die humpelt, die kleine Katze. Die kleine Katze humpelt. Komm, Kätzchen. Wisst ihr, was ich auch irgendwann mal ausprobieren werde noch? Das ist Alien. Ich werde mir mal Alien geben. Aber ich meine, ich bin nicht so empfindlich gegen Horrorspiele, Leute. Ja, ich kann die mir auf jeden Fall geben, aber... Wenn du so ein Alien im VR vor dir hast und dich da irgendwie erschreckt, wenn der auf einmal von der Decke kommt, das ist aber auch mal was Interessantes, was wir mal auf jeden Fall erkunden werden zusammen. Ja, crazy, Maisy. Ja, Kätzchen, was ist los? Wittert noch was mit uns? Also eins kann ich schon mal sagen, das ist nichts für Ungeduldige hier. Ne? Das Spiel hat so den Ziel, jetzt so von den ersten Minuten, was ich hier sehe, euch da wie gesagt in die Lage der Katze zu versetzen und sowieso ein bisschen in dieses Ambiente der Katze auch, ne? Dass ihr das Gefühl habt, wie das so ist für so ein Kätzchen, in so einer abgefuckten Welt rumzulaufen. Ja, das ist wirklich eine Totenstadt hier. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wow. Okay, lass uns das mal zusammen erkunden, was hier passiert ist. Liebes Kätzchen, was sind das für komische Dinger, Kätzchen?
Mal gucken, ob wir deinen Namen irgendwann rausfinden. Eigentlich bist du die namenlose Katze. Die Katze heißt Technikchecker. Die kleine Katze Technikchecker. Sieht ein bisschen aus wie... Bisschen wie Hongkong, Tokio. Hat so ein bisschen den Style. So, dann springen wir hier rüber. Zack. Und dann gehen wir mit der kleinen Gaun... Was werde ich hier beobachtet? Hier überall sind Kameras heutzutage. Kann man mal in Ruhe pupsen, wenn du nicht... Ohne aufgenommen zu werden hier. So. Uiuiuiui, das sieht nicht gut aus, Leute. Okay, Roboter, alles klar. Wieder eine Kamera, die mich beobachtet. Schaut euch das mal an hier. Katzen lieben ja Wasser, gell? Wenn man das hier noch Wasser nennen kann. Ist wahrscheinlich bis zum geht nicht mehr verseucht, dieses Wasser. So, liebes Kätzchen. Dann lass uns mal diese Stadt ergründen zusammen. Und rausfinden, was wir hier machen können. Follow me, aha. Bekomme ich als Kätzchen auch noch Anweisungen hier. So, ich muss wahrscheinlich da reinspringen. Das ist schon echt entspannt, muss ich echt sagen, Leute. Mit diesem schönen Soundtrack, ne? Dieses Ambiente hier. Das macht schon was her. Das macht schon was her. Oh, testen wir mal, ob wir einen Schluck Tee mit meiner Crystal nehmen können. Jo, funktioniert. So, das sieht doch aus nach etwas, wo man das liebe Kätzchen klein hacken möchte. Das wird nicht passieren, mein liebes kleines Kätzchen. Du wirst nicht klein gehäckselt von irgendwelchen industriellen Scheißrobotern. So, wie kriegen wir dich hier rüber, Kätzchen? Wie kriegen wir dich hier rüber? So, müssen wir rausfinden, Kätzchen, wie wir das machen hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir das hinbekommen, Kätzchen. Du bist ein schlaues Kätzchen, bist du. So, weißt du, was wir jetzt machen, Kätzchen? Wir lassen das jetzt fallen. Warte. So. So macht man das. Genau. Du sagst es. So, was ist denn hier los? Ja, Katzen machen das gerne, Dinge runterschmeißen. Wie toll. So, zack, runter damit. Weg. Jetzt weiß ich, warum Katzen daran so viel Spaß haben, Dinge runterzuwerfen. Das macht echt Spaß. So, Kätzchen, wir machen jetzt hier den Megasprung hier. Wow. Wow. Katze mit 9 Leben, ne? Oh, follow me. Mir werden wieder Anweisungen gegeben. Das ist schon ein tolles, innovatives Spiel, Leute. Muss ich echt sagen. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Eine kleine Katze, die durch so eine industrielle Roboterwelt läuft.
Das ist schon was Besonderes. Hatte das Spiel damals echt nicht im Fokus gehabt. So. Okay. Verrückt. Wisst ihr auch, was so schön ist bei dieser Praedog Mod? Ihr könnt hier gechillt auf eurer Couch, ne? Oder wie gesagt, auf eurem Stuhl oder sonst wo absitzen, ne? Und das Ganze hier vollkommen genießen. Das ist halt natürlich auch das, was mir jetzt an der Pimax Crystal gut gefällt, dass ich mit Lighthouse, ne? Und dass ich mit Inside-Out-Tracking nicht vom Spielplatz, bestimmt werde. Ich kann zocken, wo ich gerade mein Playspace habe. Das ist mir schon viel wert, merke ich, ne? Das ist auch das, was ich an meiner Quest 3 schätze. Und hier macht es natürlich mit der Pimax Crystal so richtig Sinn, weil du mit der Pimax Crystal natürlich dann diese super geilen Auflösungen fahren kannst und es optisch so toll ansprechend zocken kannst. Die Performance finde ich so jetzt akzeptabel. Sie ist jetzt nicht mega hoch, also ich schätze sie wirklich nicht mega hoch an. Ich habe extra die FPS mal Raten da ausgestellt, weil es juckt mich irgendwie nicht. Wenn ich das Gefühl für mich habe, ich kann es so zocken oder ich würde es so zocken, dann ist es okay für mich, ja. Dann lasse ich so und dann ändere ich da auch nichts. Ich lasse es halt gerne über OpenXA alles laufen immer. OpenXA ist so eine Schnittstelle, die ist immer sehr gut kompatibel mit allem, ne? Genau. Das ist so meine Vorgehensweise beim Thema. Ja, diese Perspektive ist auch stark hier. Die ist richtig stark. Boah. Lieber Entwickler von dem Spiel Stray, ja? Ihr müsst euer Spiel unbedingt mal selbst in der VR sehen. Ihr werdet beeindruckt sein. Und ihr werdet vielleicht so beeindruckt sein, dass ihr beim nächsten Stray 2 definitiv das berücksichtigt, dass ihr das in VR vielleicht bringt, weil es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus, Leute. Es sieht so gut aus. Seht ihr diese Reflexion da vorne von dem Neonlicht? Seht ihr das? Das sieht einfach so geil aus, ey. Wisst ihr, das ist halt so der Unterschied, ne, wenn ihr dann so Spiele spielt, auch wenn es Cyberpunk ist, ne, da gibt's nichts, was rankommt. Ihr müsst auch nicht da rumhampeln mit euren Händen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ja, das ist ja das Geile daran. Ihr seid jetzt hier in VR, könnt euren Xbox-Controller schön in die Hand nehmen. Und wie gesagt, könnt ihr gechillt loszocken, ne? So wie ihr es eigentlich schon mal in Flat gekannt habt, ne? Nur, dass ihr jetzt halt das Ganze, wie gesagt, in VR zocken könnt. Mich das Ding aber erschreckt hier. Hallo? Wer bist du denn? Hallo? Wie knuffig einfach diese Katze ist, ey. Ich würde ja liebsten aus dem Game da jetzt rausgreifen und knuddeln, ey. So knuffig ist sie. Guckt euch die mal an, ey. Lustig, 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 ey. Der das Spiel gemacht hat, liebt Katzen auf jeden Fall. So, Kätzchen, machen wir einen schönen Hopp. Einmal hoch, zack. Und nochmal, zack. Zack. Vorhin ist halt so geil, ne? Weil ihr habt hier wieder mit der Crystal 0,00 Kompressionsartefakt oder so ein Quatsch, ne? Das ist halt das Geile an DisplayPort VR, ne? Das sieht so geil aus, Leute, sag ich euch. So geil. So, Mietz, 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 renn mal. Renn mal hier. Wir werden jetzt hier von irgendwelchen komischen Wesen da attackiert, die uns an der Wäsche wollen. Los, Mietz, Mietz, renn! Was sind das für komische Wesen hier? Ah, ah. Haut ab!
Ihr elenden Bazillen hier. Die wollen der Mieze an den Kragen, Leute. Das geht gar nicht. Ah, runter mit euch. Komm, Mieze. Renn, 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 renn. Nein, nein, nein. Komm, Mieze-Kätzchen. Oh nein! Nein, sie haben mich gekascht, Leute. Ich bin reingefallen auf den Trick, dass ich da hinten durchlaufen kann. Oh man. Armes Kätzchen. Komm, Kätzchen, jetzt schaffen wir es aber. Jetzt rennen wir von diesen komischen Wesen da weg. Es ist auch wieder hier, ne? Wenn ihr diese Perspektiven hier habt. Ich mal mir jetzt wirklich so diese, wenn ich das hier so sehe mit der Unreal Mod, so verschiedene Spiele aus in Zukunft, ja? Und diese Spiele beinhalten auch Nintendo. Eigentlich müsste jetzt Nintendo, wenn die sowas hier sehen, ja, müssten eigentlich komplett aus dem Häuschen sein und müssten sich überlegen, ihre Spiele wirklich in Zukunft in VR rauszubringen. Weil ich glaube, dass ein Super Mario oder ein Zelda dadurch ein komplett neues Spiel wird, ja. Das ist meine Meinung davon, ne? Eigentlich müsste die Industrie jetzt mal aufwachen. Und ich sehe so viel Potenzial, weil ich bin noch immer felsenfest davon überzeugt, dass Nintendo VR nicht aufgegeben hat. Irgendwie schlummert bei mir noch so die Hoffnung bei Nintendo, dass die wirklich noch Spiele bringen und in die VR umsetzen. Ja, das ist meine Meinung. Denn solche Mods wie hier zeigen deutlich, dass man die klassische Steuerung von Nintendo und die Einfachheit ja nicht ausschließen muss. Wenn man jemand ist, der darauf Wert legt, ne? Klar, kann ich mir aber vorstellen, wenn Nintendo richtig ernsthafte 3D-Spiele-Umsetzungen plant und macht, dass das extremst geil wäre. Extremst geil wäre. Und wenn nicht, naja, ich will mich nicht beklagen. Jetzt habe ich ja 11.000 Spiele und weitere kommende Unreal-Spiele, die noch rauskommen werden, die man dann in der VR spielen kann, ne? Das einzigste Problem, was da noch besteht, ist natürlich die Hardware, die man dafür braucht. Ne? Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, wenn man natürlich so wie ich jetzt hier alles ausfährt. Also, ne, also muss schon sagen, bei den Auflösungen, wo ich unterwegs bin, ne, bei der 4000 mal 5000er oder sowas, was ich da eingestellt habe, ne, das ist schon krasser Tobak hier. Ne? Da brauchst du schon eine 4090, das ist schon Pflicht, ja. Aber wenn nicht und du mit einem normalen Gaming-Laptop unterwegs bist, ich sag mal so, ja, ab der 4er-Serie zum Beispiel, im niedrigen Segment zum Beispiel 4070, ne, da gibt es ja schon mittlerweile für 1000 Euro so 4070 Notebooks, ne? Und da kannst du schon daran denken, VR zu zocken. Nicht in den allerhöchsten Auflösungen, ne? Da musst du halt ein bisschen tunen noch, aber ist es egal. Du kannst schon mal so dieses immersive Erlebnis sehen und nachvollziehen, was ich euch da erzähle auch, ne? Ja, das ist schon was Tolles hier. Ich bin so froh, Leute, dass ich mir im letzten Jahr die Pimax Crystal zugelegt habe. Ihr müsst die Pimax Crystal ausprobieren. Es ist sowas von Empfehlung, auch die Quest 3. Ja, ihr müsst das ausprobieren, Leute. Es gibt in Deutschland wirklich Möglichkeiten mittlerweile. Ja, da gibt es so eine Try My Text Experience. Da müsst ihr mal schauen. Ich verlinke euch die auch in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da also VR-Geräte testen. Und selber euren Eindruck einfach sammeln von VR-Geräten. Und dann sehen, was ich euch da alles erzähle die ganze Zeit. Ihr müsst auch ein bisschen Abstand nehmen von diesen negativen Äußerungen von VR. Wisst ihr, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwer, weil euer Gehirn ist noch nicht so
auf die VR konditioniert. Ihr müsst ihr euch vorstellen, ihr setzt so ein VR-Gerät auf den Kopf. So. Und ihr seid ja mal gewohnt, ja, euch ja in eurer realen Welt normal zu bewegen, wo eure Augen sich schon bewegen und so weiter und so fort. Und es ist immer ein bisschen eine Gewöhnungszeit vonnöten, dass euer Gehirn umschaltet. Am Anfang denkt ihr, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ihr denkt dann so, boah, wie denn? Man wird ja da seekrank oder sowas, ne? Dieses Gefühl von, oh, mir ist übel und so, ne? Das ist halt am Anfang gewöhnungsbedürftig, ne? Aber sobald ihr den Dreh raus habt, ja, dann ist das für euch nichts anderes, als wenn ihr ganz normal in Flat eure Spiele zockt. Euer Gehirn erkennt nur da einen Unterschied in der Form, dass dann auf einmal ihr eine größere Tiefenwirkung habt und in die Spielwelt einfach reinschauen könnt und eure Augenperspektive quasi komplett in neue Perspektive einnimmt. Ich finde es persönlich angenehmer, ehrlich gesagt, weil ich habe dadurch diese Tiefenwirkung, ja, und meine Augen bewegen sich auch in die Tiefe dann mit, ne? Und da habe ich halt ein besseres Gefühl beim Schauen, als wenn ich nur flach auf dem Monitor schaue. Das tut meinen Augen irgendwie gut, in dieser Perspektive das Ganze zu sehen und zu spielen, ne? Ja, das ist eine tolle Sache. Es ist eine tolle Sache. Und ganz nebenbei, im Winter könnt ihr dann schön euer Raum heizen. Da habt ihr immer schöne konstant 21 oder 22 Grad, je nach Raumgröße bei euch. Ah, liebes Kätzchen, wir müssen hier ein bisschen spielen. Ich glaube, wir müssen dieses komische Ding da schieben. Du hast aber zu wenig Kraft, Kätzchen. Du musst mehr Lasagne essen wie Garfield. So, wie kommen wir da hoch, Kätzchen? Kätzchen, ich bin überfragt. Ich hatte gedacht, wir tun das jetzt ein bisschen hochsetzen. Ah, guck mal, Kätzchen, siehst du, hast du gesehen? Man muss nur raffiniert sein. Zack. So, miau, miau, miau. Was machen wir denn jetzt? Ah, wow. Also Leute, nichts für Leute mit Höhenangst. Schaut mal. Das ist aber, wenn ihr Höhenangst habt, ist das ein Training für euch. Seht ihr das? Leute, ey. Wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Wie so hier Neo bei der Matrix oder so, ja? Der dann hier einfach durch die Häuserschluchten schaut. Guckt euch das mal an, wie krank, ey. Ey, Leute, das ist etwas, was ihr auf jeden Fall am Anfang vermeiden müsst, wenn ihr in der VR einsteigt. Das ist nur was für die ganz Hartgesottenen, diese Perspektive. Und was ihr auch vermeiden solltet am Anfang, ist, dass ihr dann so Flugsimulationen spielt mit so Loopings und so Sachen, ne? Oder Rennspiele sind ganz schlimm, ne? Weil ihr da euer Gehirn noch nicht dran gewöhnt habt, ne? Dass ihr euch quasi nur, also dass ihr sitzt und euch nicht bewegt, ne? Aber das kriegt ihr ganz schnell hin. Am Anfang denkt ihr so, das ist so schlimm, ich kann niemals VR spielen, wie können die das alle so aushalten, ne? Aber es ist eine gewisse Eingewöhnung. So mein erster Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr so ganz empfindliche Kandidaten seid für die Motion Sickness, ne, am Anfang. Und zwar versucht immer, die Perspektive der Kamera gerade zu halten. Und versucht, euren Kopf am Anfang nicht zu bewegen. Ja, versucht immer, die Perspektive gerade zu halten. In der VR, vor allem bei richtigen VR-Spielen, die für VR umgesetzt werden. Sowas könnt ihr später erst spielen, was ihr hier seht. Ja, da könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr euch an VR gewöhnt habt, dann sowas angehen, ne? Und wenn ihr dann in der VR seid, ja, dann haltet euren Kopf immer gerade, verändert die Kamera kaum und versucht immer, wie gesagt, im Stehen zu spielen, nicht im Sitzen. Versucht am Anfang immer im Stehen zu spielen. Das hilft enorm eurem Gehirn quasi da, sich daran zu gewöhnen. Weil ihr da in den natürlichen, ja, Bewegungsmuster drin seid, weil wenn ihr sitzt und euch in der VR bewegt, dann ist die Motion Sickness extremst gefährlich am Anfang. Aber später kriegt ihr das auf jeden Fall in den Griff. Und wenn ihr das dann in den Griff bekommen habt, Leute, glaubt mir, da gibt's keinen Weg mehr zurück. Wenn ihr das einmal so erlebt und genießen könnt in VR, was ich euch hier zeige, das ist, ja, das ist ein
wie sagt man so schön, Paradigmenwechsel hier. Da sind, wisst ihr, da sind selbst solche Spiele wie Stray so toll. Das Spiel finde ich jetzt schon richtig geil, weil es ist einfach so mega entspannend, diese schöne Melancholie der Musik, die mich entspannt, ne? Kein Stress hier, außer vorhin diese komischen Dinger, die mich da genervt haben, aber sonst, ne, bewegt ihr euch hier bei diesem Spiel Stray tiefenentspannt durch diese Welt. Ja, da gibt's kein Ballabum, Bang, Peng, ne, so, ist ein richtig schönes Feierabendspiel, um abzuschalten. Wow, 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 wow. Prey Dog. Was habt ihr da für eine tolle Mod entwickelt? Das ist ja wirklich ein Traum, ein Meilenstein. Wisst ihr, die Sache ist einfach, man will so viel spielen und so viel ausprobieren und man hat so viel in der Bibliothek, aber man hat halt einfach nicht diese Zeit, wisst ihr? Man hat diese Zeit einfach nicht mehr. Diese Zeit ist das Problem an der ganzen Sache. Ne? Und bei mir ist es halt extremst, ne, weil ich liebe ja Videospiele. Das ist einer meiner größten Hobbys und Leidenschaften, ja. Und ich habe hier auch wirklich auch eine materielle Sammlung, ne? Also wirklich Originale von den Switch Games, ne? Oder 3DS, Nintendo DS, ne? Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color und so weiter und so fort. Und da gibt's ganz, ganz viele Spiele, die ich einfach noch nicht gezockt habe, ne? Weil mir die Zeit fehlt. Und wenn ich dann sowas wie hier sehe, ne? In der VR und dann hier das einfach so erleben kann, die Spiele, dann ist es halt etwas, was immer noch in weiter Ferne einfach sich bewegen wird, weil ich diese Perspektive einfach jetzt gewohnt bin. Ne? Da fehlt was, wenn ich dann in Spiele dann reingehe in Zukunft, ja, die nun flach vor meiner Nase projiziert werden, was auch nicht schlimm ist, ja, Leute, das ist auch in Ordnung. Da könnt ihr zum Beispiel mit so AR-Geräten, ja, eure Leinwand vor euren Augen projizieren, ne? Das ist auch eine tolle Steigerung von der Spielequalität und alles Mögliche, ne? Weil ihr dann halt auf großen Leinwänden eure Spiele spielen könnt, ne? Und ihr habt halt kein VR-Gerät auf der Nase, aber ist auch schön, so ein flach, ne? Wenn ihr, wie gesagt, wirklich überhaupt nicht das vertragen solltet, ne? Ist das eine Möglichkeit für euch in Zukunft, ne? Auf riesengroßen Leinwänden quasi eure Spiele zu genießen dann. Man denkt's halt nicht, ne? Man denkt's halt nicht, dass das so viel ausmacht, dass auch eine große Leinwand einen viel Spaß bereitet. Also selbst wenn ihr nicht in die VR geht, ne, könnt ihr euch quasi riesengroße Kinoleinwände projizieren. Was nichts anderes bedeutet, als dass ihr ja fast auf über 200 Zoll eure Spiele spielen könnt, ja. Egal was es ist, ne? Euer Monitor, der ist dann nur noch Dekoration in eurem Zimmer, ne? Ich habe meinen Monitor wirklich, Leute, ob ihr mir glaubt oder nicht, in letzter Zeit richtig oft ausgehabt, weil ich ihn einfach nicht mehr brauche. Ja, mit so einer Pimax Crystal habe ich auch meine 120 Bilder pro Sekunde. Ich habe meine lokalisierten Dimming-Zonen, schöne Schwarzwerte. Ne, und kann wirklich hier wunderbare Bildqualität genießen. Das ist so krass, diese Perspektive. Wow. Miau. Wir sind im Klo gelandet, Kätzchen. Im Klo sind wir gelandet, kleines Kätzchen. Was? Du brauchst Hilfe? Da braucht jemand Hilfe, Leute, von uns. Ah, was macht die denn da, die Katze? Ah, schaut mal.
Sie tut ihre Krallen wetzen, die kleine Katze. Ihre Krallen tut sie wetzen. Ja. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool, ey. Ich liebe diese kleine Katze jetzt schon, ey. So, jetzt hacken wir Tokio mit der Katze. Achtung. Guck mal. Daten korrumpiert, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Ja, hier ist auch ein Körper. Ein Katzenkörper. Was die Tastatur hackt. Durch die Tür gehen. Habt ihr gesehen? Ich hab's euch gesagt. Wir hacken mit der Katze. Die kleine Hackerkatze ist das hier. Oh. Hochtechnologisiert diese Gesellschaft. Hochtechnologisiert. Meets. Schaut mal an. Aha. So, Kätzchen, was sollen wir machen? Sollen wir den Schlüssel hier holen oder was sollen wir machen? Ich werde daraus noch schlau, Kätzchen. Ich denke schon, wir müssen den Schlüssel holen, Kätzchen. Oder? Aha. Das ist wieder so ein komischer Stecker. So. Ich glaube, ich habe rausgefunden, was wir machen müssen. Müssen wir das da dran stecken, Kätzchen? Warten wir mal. So. So, Kätzchen, lass uns mal rausfinden, was wir machen sollen. Keine Ahnung, Kätzchen. Ah, schaut mal, da sind Stecker sind da. Da sind Stecker, Leute, da sind Stecker sind da. Müssen wir da irgendwas eingeben? Müssen wir nicht. So. So. Wir müssen wahrscheinlich die Stecker hier reinstecken, überall. Um dieses Terminal zu bedienen. Das ist jetzt meine Vermutung, meine logische. So, zack. Zack. Und dann müssen wir den oberen da bekommen. Wie komme ich denn da jetzt am besten ran? So, zack. So. Aha, habt ihr das gesehen? Okay. Das ist so ein schöner Sound. So ein bisschen... Über Blade Runner ist das so ein bisschen, Leute, ne? Wenn so über Blade Runner quasi der Sound da läuft, ne? Wenn es so über die Stadt geht, ne? So ist das so ein bisschen vom Feeling. Ne, wenn einer behauptet, man kann mit der Primex Crystal keinen Tee trinken, das ist alles Quatsch. Ihr müsst euren Kopf ein bisschen nach hinten schieben und dann das flüssige Nass reinschütten in eure Gele. So, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nichts verschüttet. So. Ja, mein nächstes Projekt wird sein, ich lasse den Sound gerade so über die Primex Crystal selbst laufen, über die Kopfhörer. Aber ich denke, wenn ich stationär hier in meinem Gameplay bin, Playspace bin,
dann werde ich in Zukunft die Boxen aktivieren. Na, meine Surround-Lautsprecher-Boxen. Damit wird nochmal das Erlebnis auf jeden Fall um 360 Grad gesteigert, weil ich habe ein schönes DALI-Soundsystem. Super tolle Soundmarke. Kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr noch auf der Suche nach Lautsprechern seid. Die DALI Oberon Serie ist richtig vom Preis-Leistungs-Verhältnis günstig. Und da könnt ihr euch einen richtig schönen AVR-Receiver besorgen mit Dolby Atmos. Und dann habt ihr, wenn ihr das so wie ich in meinem Gameplay oder Playspace habt, ne, dann habt ihr die Lautsprecher über euch. Da reichen zwei Stück, Leute. Es reichen zwei Stück, wenn ihr, wie gesagt, zentral sitzt, wo die Dolby Atmos Lautsprecher stehen, ne? Ja, und dann kommt der Sound auch von oben und von hinten und von vorne. Genau. Das wird auf jeden Fall das nächste Projekt sein, dass ich das dann so machen werde. Ich habe die schon länger nicht angehabt, ne, weil wenn du so oft in VR bist, ne, und da benutzt du häufig die Kopfhörer, aber hast eigentlich ein Soundsystem, was du nutzen solltest, um halt die Immersion wirklich richtig auf ein super Level zu heben. Genau. Das wird das nächste sein, was wir machen, Leute. So. Ich weiß halt nicht, wie das so bei euch ist. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das mit euren Playspaces macht. Habt ihr da verschiedene Playspaces oder habt ihr nur ein Playspace, wo ihr zockt die ganze Zeit, ne? Bei mir ist es halt echt, ich habe mein Playspace im Zimmer und mein Playspace im Flur. Und im Flur habe ich die Lighthouse-Station, wo ich quasi die bewegungsintensiven Spiele zocke und die wirklich nativen VR-Spiele. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die wirklich native VR-Spiele gerne im Sitzen spielen. Ne? Ich muss stehen dabei. Da kommt bei mir dieses gewisse Feeling dann auf. Ne? Ja, das ist etwas, was ich auf jeden Fall brauche. Ne? Dieses dann stehen und dann da aktiv agieren, eine Schrotflinte laden oder keine Ahnung, Beat Saber, Schwerter schwingen. Und so weiter und so fort. So, ich stehe hier ein bisschen gerade auf dem Schlauch. Wir sind jetzt hier in einem Raum. So, da steht jetzt irgendwas. Plat Tool. Okay, keine Ahnung. So, und dann habe ich jetzt hier so einen komischen Roboter, dem der Kopf abgefallen ist. Hier oben konnte ich nichts verändern. Miets, miets, miets. Keine Ahnung, Kätzchen, was wir machen sollen. Die stellen mich hier vor Probleme. Och, guckt euch mal die alten Tower-PCs an. Da diesen MIDI-Tower ist das hier, oder? MIDI-Tower, genau. Und ein ITX. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das? Hä? Was hast du da in deinem Maul, Kätzchen? Können wir das da dem einpflanzen oder was? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das dem einpflanzen können, dem Roboter. Das scheint irgend so eine Vision zu sein von denen, oder? Guck mal. Irgendwie die Augen von dem Roboter. So eine Einheit, Moduleinheit oder sowas. So, dann müssen wir rausfinden, was wir mit dieser Moduleinheit hier machen, liebe Leute. Aha. So. Ah, guck mal, was hier passiert. Die kriegt irgendwelche Signale oder so. Okay. Sie ist heruntergefallen. Sie aktiviert sich. Ja, cool, das ist so eine kleine Mini-Drohne ist das. Aber Mini-Drohnen und Kätzchen, das ist keine gute Kombination.
Blups, blups. Okay. Ich spreche deine Sprache nicht. Ah, du redest meine Sprache, sehr gut. Jetzt haben wir so eine kleine praktische Drohne, die uns hilft. So, mal gucken, wo die kleine Drohne uns hinführt. Den musst du mir noch umlegen. Was soll ich dir umlegen? Aha. Was ist denn das? Kätzchen, was haben sie wieder angezogen? Das mag sie überhaupt nicht, die Katze, dass sie da so ein komisches Teil anhaben muss. Ja, genau. Was machen die mit dir? Ein Schlüssel mit Festplatte. Interessant. Ah, das ist so mein Buddy jetzt, der hier quasi mir die Türen öffnet. Boah, das ist ein geiler Effekt, Leute. Das ist ein geiler Effekt. Wenn ihr jetzt die Taschenlampe hier anmacht, so zack. Boah, diese Helligkeit. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer mit der Crystal. Boah, das blendet richtig hier, sage ich euch. Das blendet richtig. So, gucken wir, was in diesem Raum ist. Ich bin neugierig. Meine kleine Taschenlampe. Der Soundtrack ist richtig atmosphärisch hier. Toll. Macht richtig Laune, sage ich euch. Ja. Keine Ahnung, Leute, was ist das für ein Code? 1, 2, 3, 4. Das weiß ich, 1, 2, 3, 4. Da fragt ihr mich aber was Leichtes hier. So, ich müsste doch irgendwo der Code-Hinweis sein. Ich könnte mich doch nicht hier einfach hier im Regen stehen lassen. Ja, ich weiß, dass wir raus müssen. Oh, hier muss doch irgendwo ein Code-Hinweis geben. Ah, habt ihr es gesehen? Da oben links. 3748. 3748. 3748. Sesam, öffne dich. Oh, wieder ein Tageslicht. Wow. Was für eine Perspektive, die ist ja verrückt. Wow.
Wow, wisst ihr, wie das hier aussieht, ey? Ha! Wahnsinn, ey, Wahnsinn, ey. Crazy. Crazy, crazy. Ich sage euch mal anhand dieses Beispieles, warum es so geil ist, ein DisplayPort VR-Headset zu besitzen. Weil ihr einfach jetzt, wenn ihr in die Ferne schaut, in der Distanz, ne? Ihr habt keine Kompressionsakte, Artefakte oder irgendwie Color Banding von Farben, ne, bei diesen Lichtern. Das ist einfach heißer Scheiß, Leute. Einfach heißer Scheiß, sage ich euch, ganz ehrlich. Einfach heißer Scheiß. So, Kätzchen, dann lass uns mal da runter. Runter in die Prärie. Was eine Perspektive, ey, VR. Das ist ja der Obergau. So ein tolles Spiel, Leute. Das kann ich euch jetzt schon in den Anfangsminuten definitiv empfehlen. Nutzt die Gelegenheit und kauft euch das Spiel, Leute. Noch ist es in Sale. Ich werde mal auf jeden Fall schauen, Leute, dass ich euch direkt mal den Steam-Link dann unten reinhaue. Oder wo ich das Spiel auch noch im Angebot finde. Dass ihr euch das definitiv holt und mit der Praydog-Mod ausprobiert. Das ist so toll, Leute, wirklich. Wenn ihr Katzen liebt, dann ist das Spiel sowieso Pflicht für euch. Also wenn ihr das nicht in VR spielt als Katzenliebhaber, dann kann ich euch auch nicht helfen. Guck mal, wie knuffig sie einfach ist. Guckt euch mal, habt ihr das mit den Augen? Guck mal, die Augen haben auch diese Reflexion. Dann seht ihr das? Und guckt euch mal das Fell an von der kleinen Katze. Seht ihr, wie das Fell und ihr kleiner Schnauzebart? Guckt mal, wie knuffig. Und ihre Tätzchen. Guck mal. Hallo. Hallo, Kätzchen. Super, 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 super. So, machen wir mal weiter hier im Kontext. Was haben sie mit uns gemacht hier? In so einer komischen, dyspiotischen Welt hier abgeladen. So, zack. Zack, zack. Ich sag euch, Leute, ich könnte jetzt hier die ganze Nacht das Spiel hier durchspielen. Wirklich, ja. Das ist so fesselnd, so beeindruckend, so unfassbar, unfassbar. Da kriegst du Gänsehaut, ganz ehrlich, ja. Da kriegst du Gänsehaut. Das kann sich keiner vorstellen, der noch kein VR ausprobiert hat. Und wenn ihr eure Spiele, die ihr damals in flach auf dem Monitor gezockt habt, in so einer Perspektive jetzt wahrnehmen könnt, ne, das ist unfassbar, Leute, unfassbar. Das ist einfach wirklich sensationell. Sensationell. Das ist so wie für, weißt du, wenn du, wenn ihr Videospieler seid, ja, ist das hier quasi... Das ist quasi hier... Und Metal mögt, ist das hier das Wacken, ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist Wacken hier. Volles Heavy Metal ist das hier. Oh, 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 oh. Diese Welt sieht nicht einladend aus mit einem komischen Roboter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kätzchen, ich habe ein dummes Gefühl, ey. Ich glaube, wir müssen gleich losrennen. Das ist eine feindselige Gesellschaft gegenüber Katzen. Das ist ja unfassbar. Als ob ich die Seuche mit mir trage.
Wisst ihr, was das Lustige ist, Leute? Es gibt ja sogar noch Final Fantasy, was man mit dieser Mod zocken kann. Oh Mann, ey, die Liste ist so lange. Oder Dead Space, das Remake. Glaube ich, ging auch in dem Spiel. Mit dem Spiel. Oder was? Oder was? Callisto Protokoll. Muss ich mal checken. Mit der Unreal Mod. Krass. Dieses Hochhaus, ey. Oh, 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 oh. Wow. Was ist hier los? Miezekätzchen, was machen die mit uns hier? Ich dachte, du bist ein Multi-Übersetzer. Ich soll euch fressen. Ihr seid aber ein lustiges Völkchen. Die kleine Katze soll so einen Riesenroboter fressen. Ihr seid aber wirklich misstrauisch. Oh, sie kommen raus. Sie haben Angst vor mir. Ein guter Zeitpunkt, um wieder einen Schluck Tee zu nehmen. Schon was Magisches, Leute. Na, dann reden wir mal hier mit dem Morpheus. Was ich brauche? Ich brauche viel, wenn der Tag lang ist. Lächerlich findest du die Außenwelt. Die ist schöner als euer Kabuff hier. Also wirklich. Ah, hoch müssen wir. Okay. Richtig schön entspannt und einsteigerfreundlich, ne? Mit diesem kleinen Drohnenroboter. Was sind das denn für Leute hier? Hallo, grüße euch. Guck mal, die haben Angst vor mir. Miau. Ein Zurück. Das heißt, die haben anscheinend mit den Zurks Problem. Okay, hier scheinen Alterprobleme kein Problem in dieser Gesellschaft. Das Interessante ist, um ein bisschen rauszufinden, was hier vor sich geht. Mhm.
Sie scheinen aber sehr ausgeglichen zu sein. Also, ne, die chillen hier ganz entspannt. Schlafen ihre 300 Jahre hier. Wer weiß, wer diese Gesellschaft aufgebaut hat. Wer hat sie wohl aufgebaut? Wie komme ich da jetzt hoch, Leute? Ich muss da hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? Das arme kleine Kätzchen muss da hoch. Sie quälen uns. Technik-Checker, Kitty Cat. So, lass uns mal überlegen, wie wir da hochkommen. Wie kommen wir da am besten hoch, Leute? Das ist aber hier eine schwierige Aufgabe. So, einmal hier hoch, da hoch. Und dann kommen wir noch der Sache doch ein bisschen näher, glaube ich. Ja, hör auf zu meckern. Nein, da wollte ich dich nicht hinhaben. Du sollst da hin. So, und dann sollst du da hochspringen. Nein, da will ich dich nicht haben. Böse Miezekatze. Ich will dich da haben, genau. Da sollst du hinspringen, Miezekätzchen. So, und dann zack. Zack. Schon sind wir drüben, Miezekätzchen. Siehst du, wie einfach das ist? Jetzt reden wir mal mit diesem komischen Typen. Die arbeiten hier anscheinend. Die sammeln Farbe. Soll ich den ärgern? Wisst ihr, was ich mache? Ich schmeiß ihm seine Farbe jetzt runter. Das funktioniert nicht. Ah, das funktioniert nicht. So, was machen wir da hoch? Miezekätzchen, wir haben ein Problem, wir müssen da hoch. Wir kommen da aber nicht so einfach hoch, leider. Miezekätzchen, was machen wir denn da? Ich denke, wir müssen hier lang, Miezekätzchen. Das werden wir schon hinbekommen. Lass mich nur einen Weg finden darauf. Okay. Das wird nicht viel bringen, Miezekätzchen. So. Sammeln wir mal einen kleinen Über... Was ist das? Ein komisches Rohr? Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg runter. Wohin mich das auch führen mag, das Ganze. Guck mal, da hinten ist auch irgend so ein Geheimnis. Das macht schon neugierig. Soll ich da jetzt runter und rausfinden, was da drin ist? Boah, Leute. Ey, wenn ihr Höhenangst habt, dann seid ihr aber richtig am Arsch, sage ich euch, bei dem Spiel. Das ist nichts für euch, wenn ihr Höhenangst habt, Leute. Ehrlich, ey. Da müsst ihr aufpassen, ey. Da fallt ihr, obwohl ihr sitzt, oder am Stuhl runter. Guck mal, guck mal. Ah, Leute, ey. Glaubt mir, ey. Das ist kein Spaß, ey. Nix für Leute mit Höhenangst. Ich warne euch. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag. Hört auf den Technik-Checker. So, was machen wir denn hier? Das ist schon interessant, ne? Man muss jetzt wirklich so überlegen. Und es ist ein komplett anderes Gefühl, als wenn ihr das jetzt im Flat seht, ne? Wenn ihr da jetzt selber dieses Tal reinschaut und euch überlegt, wie ihr mit der Katze da jetzt hochkommt, ne? Das ist schon was Geiles, ey. Ich hätte es mir einfacher vorgestellt, Miezekätzchen. Aber die machen uns das Leben hier schwer. Die machen uns das Leben hier schwer, Miezekätzchen. So, dann befriedigen wir mal die Neugier und klettern da jetzt einfach mal rein. So, was ist hier? Miezekätzchen, lass uns mal rausfinden, was hier los ist. Thank you.
So, was machen wir denn jetzt hier? Die Hallen sind verschlossen, die Hallen sind verschlossen. Lasst uns herein, lasst uns herein in die gute Stube. Hallo. Die hören uns nicht, Miezekätzchen. Ja, jetzt bin ich hier in diesem Kabuff und komme nicht mehr raus, ja. Diese blöde Neugier. Wären wir lieber oben geblieben, Miezekätzchen. Wären wir lieber oben geblieben, ich sag's dir. Ah, schaut mal. Ah, ha, 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 ha. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die kleine Gaunerkatze hier. Die hat alle Tricks auf Lager hier. So, miese Kätzchen. Jetzt lass uns mal überlegen, wie wir da rüberkommen. Wir sind so weit gekommen. Ey. Uns fehlt jetzt quasi nur noch das letzte Quäntchen, um da hoch zu klettern. Und wir haben herausgefunden, wie. Wir haben herausgefunden, wie, miese Kätzchen. Zack. So. Was ist denn das für ein cooler Dude hier? Hallo. Hey, keine Gewalt. Ja, es sind halt alte Röhrenfernseher. Was erwartest du? Die haben jetzt den Zenit erreicht. Gibt's jetzt schon OLED? Ja. Aber deine Mucke ist cool, Jut. Hey Mann, hast du was zum Rauchen? So wie er schaut, nicht. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Ne? Kennst du nicht die Heat-Regel? Wenn es dir nach 30 Sekunden zu heiß wird, dann ist es nix. Oh, ein Notizbuch. Der Jude ist alleine anscheinend, weil seine Freunde es versucht haben, da rauszukommen. Okay, ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Junge, Junge, du weißt nicht, wie ich fertig schon mit der Außenwelt bin. Okay, da scheint es irgendeine Verschwörung zu geben mit der Außenwelt hier. Back home, okay. Ah jo, wenn das so ein gutes Spiel war, wer weiß, ne? Vielleicht kommt ja Back Home irgendwann mal raus, ne? Als Videospiel. Aber der Dude, der ist mir ein bisschen suspekt. Der hat so ein bisschen komische Fantasien, der Kerl mit seinen Kühen. Ne? Okay, wisst ihr, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist, jetzt in dem seinem Schlafzimmer da drin zu sein, diesen Teppich vor sich zu sehen, ja? Und das Gefühl von diesem Raum zu bekommen. Das ist der Wahnsinn, ist das, ey. Das ist der Oberwahnsinn, sag ich euch. Wie geil ist denn VR, Leute? Wie geil ist VR, Mann, ey. Oder Frau, wie geil ist das, ey. Ihr seid ja alle willkommen hier, um das wirklich zu erleben. Ihr seid alle willkommen, das hier zu erleben. Und die Einstiegshürden sind noch nie so niedrig gewesen. Und spendet mal hier dem Prey Dog mal was, Leute, ja? Die Arbeit, die ihr sich damit gemacht habt, ey. Da könnt ihr definitiv was spenden für. Das hat sein Team verdient.
wenn ihr euch interessiert für sein Team und die ganze Story hinter diesem Mord und alles drum und dran, da gibt es einen Podcast von Game Attack. Das ist in Englisch aber, ne? Und der hat den Dude oder das Team mit dem Dude mal eingeladen in seiner VR Arcade Podcast Show. Und da haben die ein bisschen so darüber geredet, wie die das hier alles entwickelt haben, ne? Und noch entwickeln auch. Das ist halt nicht so ein Projekt, was du halt hier einfach mal so aus der linken Schulter raus rotzt, ne? Da steckt echt viel Arbeit dahinter, weil du musst hier wirklich vieles beachten. Und es zeigt auch letzten Endes, hey, die Katze ist jetzt total orientierungslos. Hilfe! Was? Mit welchem Scheißding los? Jetzt kann ich nicht richtig laufen, weil ich diese komische Tüte auf meinem Kopf habe. So, ich muss ein Notizbuch hier finden in seinem Kabuff. So, wenn, dann ist es wahrscheinlich hier drin. Und es ist zu dunkel, um was zu sehen. Mal Licht an, gut. Genau, wir brauchen Licht in dem Kabuff. So, klettern wir mal hoch. Da ist doch was. Da ist doch was. Ha! Habt ihr gesehen? Wir haben das Notizbuch gefunden. Hartnäckigkeit zahlt sich aus, Miezekätzchen. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. So, wie werden wir die komische Taschenlampe los? Keine Ahnung, Miezekätzchen. Ich hab's verpeilt wieder. Nö, ich hab's gefunden, lieber Freund. Okay, man muss halt das System dahinter verstehen anscheinend. Naja. Das Symbol auf der Wand stimmt mit dem Symbol auf dem Notizbuch überein. Okay, also muss ich da hinten wahrscheinlich schon laufen. Das ist eine Spur. Ist ja richtig hilfreich, du Drohne. So, Leute. Hiermit werde ich mal den ganzen Spaß empfehlen. Ja, den ganzen Spaß beenden. Ja, und was ich auf jeden Fall euch sagen kann, ist, so rum wollte ich es nämlich sagen, ich kann euch das hier empfehlen, ja, mit dieser Modifikation und mit dem wundervollen Spiel Stray und der kleinen, wundersüßen, kleinen Miezekatze. Der kleinen, süßen Miezekatze. Wo ihr nur vorsichtig sein müsst, ist, wenn ihr ein bisschen so an Höhenangst leidet. Da wäre das Spiel für euch ein bisschen kompliziert. Ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten ist dieses Spiel aber sowas von einer Empfehlung. Aber sowas von einer Empfehlung. Und aufgrund auch, dass es jetzt im Sale ist, würde ich es auch kaufen, wenn ich hier seid. Von daher wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend und genießt die Zeit der VR-Leute. Haut rein, ciao.